Ich nehme einfach random. Oh, schön, es wurde Blue Baby. Hallo. Hallo. Nimmst du auf? Ja, okay. Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Binding of Isaac, wo Petrified Poop scheinbar doch für uns beide zählt, egal wer es trinket hat, weil es ja genau wie mit den Fliegen, die bei dir rauskommen. Ne? Da bin ich mir nicht sicher, ob das so ist. Doch, doch, doch. Können wir ausprobieren, einfach, wenn wir es nochmal finden. Ja, wir spielen bei mir im Spielstand. Ich spiele ihn hier. Du hättest eigentlich auch irgendwen spielen können, der mir was freischaltet. Ich brauche so viele Sachen. Ja, ich meine, ja, ich habe einfach jetzt random gemacht. Ich bin Blue Baby. Jetzt haben wir vergessen, wen er spielt, aber das ist okay. Ich bin der Forgotten. Ja. Deswegen fand ich es lustig, dass dir der Name nicht eingefallen ist. Ja, ja. Ist mir der Name nicht eingefallen? Ja, du hast halt ein Spiel, Achso, ja, ich war so im Intro. Da habe ich nicht nachgedacht. Das kann natürlich sein. Eine Entertainment-Maschine. Warum kommt der blaue Fliegen raus? Ja, aus den Haufen, deswegen Blue Baby. Ist der allgemein gebufft worden? Weil ich habe nichts freigeschaltet mit dem. Ja, der ist allgemein gebufft worden. Ah, ja. Und natürlich sind die Devil Deeds auch. Du erinnerst dich noch, was die Besonderheit neben der Keule von Forgotten ist? Wir holen Planetarium-Raum heute, Leute. Wenn du L2 drückst. L2? Was da meinst du? Ja. Ja, das ist die langweilige Form, die ich nicht nutzen will. Soul Hearts. Genau. Die nutze ich eh nie. Aber damit können wir in den Stachelraum rein. Ja, aber ich meine, mit den Soul Hearts, Devil Deals kosten einen Soul Heart, weil ich Blue Baby bin. Ich sag, da ist ein kleines Kreuz drauf. Wo? Hier, neben meinem Kopf, genau. Ja, spring weg. Da braucht man mehrere Bomben. Wie mehrere Bomben? Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist eine super Secret Tinted Rock. Oh mein Gott. Ich kann die selber nie erkennen, deswegen es ist sehr lang her, seit ich zuletzt einen hatte. Sagen, wenn dann Leute im Chat, oh, da ist einer, Das müssen wir den skippen, wenn wir Planetarium wollen. Aber wollen wir ein Planetarium? Ich hab gesagt, wir gehen zum Planetarium. Oh ja, das gibt's den nächsten. Das ist irgendwie so ein Basic-Item mitgenommen. War es wenigstens gut? Das ist super gut. Okay, dann ist in Ordnung. Das ist der, die Long Legs, weißt du, wie viel Schaden der jetzt macht für die ersten vier Ebenen? Hoffentlich viel. Weil wir ich werde jetzt einfach gar nichts machen. Ich lasse das alles der die Longlegs machen. Ja, wir haben hier ein Baby. Ja, schon Hälfte geschafft. Du machst aber auch guten Schaden. Ich bin auch Nahkämpfer. Aber ich mache mehr. Das ist echt viel. Ich kann die weghauen, ne? Damage. Ja, willst du Damage und einen Shotspeed ab? Klar. Oh, ich nehme das Solar doch gerne mit. Das kann ich ja aufheben. Boah, sind ja eh voll. Und nächste Ebene skippen wir den Goldraum. Okay, ich hätte irgendwie gerne geguckt, dass wir den Stein kaputt kriegen, aber wir hatten halt nicht so wir viel. Haben keine. Ja, vielleicht hätten wir im Shop, ja, da wäre ein Small Rock drin gewesen. Ja, denn der war ist cool. Was ganz nett gewesen wäre, aber ich habe jetzt komplett vergessen. Okay, kein Problem. Wir haben davor für Zombies Kanal Spelunky 2 aufgenommen und war er die ganze Zeit so schnell unterwegs, deswegen bin ich noch ein bisschen nervös die ganze Zeit. Bist noch aufgeregt, musst noch mithalten. Ja, jetzt muss ich schnell unterwegs sein. Aber man kann die Träne doch nicht zurückhauen. Ich dachte, man kann die irgendwie. Du kannst Projektile zurückhauen. Ja, ich habe gerade gegengehauen, das hat nichts gemacht. Den wollen wir nicht mitnehmen, genau. Oh, Beelzebub. Reingehen zählt schon, dass die Chance nicht steigt, ne? Ja. Okay. Ja, machen wir ab den nächsten. Blue Baby's Only Friend will ich nicht haben. Ironischerweise. Ich auch nicht, aber ich mache eh Nahkampf. Ironischerweise will ich meinen einzigen Freund nicht mitnehmen. Eine große blaue Fliege. Dann spiele ich mit der. Stehe ich nur noch am Eingang vom Raum jetzt. Ah ja, du hast dieses Trinket, dass der bei dir bleibt, oder? Begleitet der dich ein bisschen, wenn du herum. Oh, schade. Nö, der schwebt. Nee, du hast einfach nur. So viele blaue Steine. Wir müssen echt mal hier Bomben kriegen. Das ist der gute Normalmodus. Welche zum Aufheben am besten? Nein. Warte, ich schicke meinen einzigen Freund drauf. Stark. Und ich muss an meine Fliegen denken. Da, Bombe. Gratis. Das ist eine Bombe. Sehr schön. Schon mal ein gratis blauer Stein. Das kannst du auch mit der Keule mitnehmen, das Zeug. Ah, okay. Oh, schwer. Kann ich das für den oberen Dude nehmen? Nein. Okay. Nee, der kann nur die Bone Hearts haben. Ja. Bomben. Kein Unterschied. Ja, geh du mal raus, wenn noch Herz auf der Ebene rumliegen. Ja. Nimm du mal den Schaden. Das zieht nichts für einen Devil Deal ab. Wenn du einen Boneheart verlierst. Oh, das ist ja aber das dauert ja ewig. Das ist ja richtig stark. Guter Charakter. Boneheart sind ganz gut. Das Problem ist aber, dass du überhaupt die Chance verlierst. Das Problem ist nämlich bei anderen Charakteren, wenn die Boneheart haben, dann verlieren sie die Chance nicht dann. Ah, okay. So bei ihm. Er ist special. Guter Charakter.
weiß gar nicht, wie es ist, wenn man volle verliert. Wenn man leere Bonehearts verliert, verliert man sie nicht. Aber ich glaube, wenn man die Herz selber verliert, dann... Ja, ich weiß auch nicht. Okay. Isaac ist ein komisches Spiel. Kann ich denn mit so viele Kleinigkeiten... Nein. So viele Kleinigkeiten zu beachten. Brauchen wir einen Shop? Ja. Ich würde einen Soli mitnehmen. Mache ich auch. Einen Soli kannst du dir gönnen. Du kannst eh nur 6 Stück davon haben. Pillen, Schlüssel... Nö. Brauche nichts. Wollen wir einen Boss direkt machen? Secret Room könnten wir. Der ist, könnte vielleicht hier unten sein oder unterm Shop. Wer ist denn hier so? Stark. Ja, scheinbar ja. Ich leite das immer mit einer anderen Tür ab. Oh, Lacker für mich. Siehst du, heute nehme ich Sachen mit. Oh. Das ist aber aufgeschlagen. Kannst du einfach holen. Faith Reward, was macht das? Nein, das willst du absolut mitnehmen. Oh, ja. Ja, nimm es doch mit. Achso, ich dachte, ich hab's gerade. Entschuldigung. Kann ich irgendwie die Pille treffen? Aha. Schön. Starke Pille. Okay. So, dann kommen wir rein. Ja. Daddy Longlegs wird das eh... Oh, ich hab einen Soul Heart. Das will ich ja nicht. Daddy wer? Willst du es haben? Daddy Longlegs wird das schon regeln. Dämonisch finde ich immer gut. Nimm du mal das Soul Heart mit. Sagst du nämlich, wenn du im Devil Deal was mitnehmen willst, dann... Ah, die kostet die alle nur eins. Oh, die Devil Deals, da werden wir uns was mit... Oh, 2 kostet das scheinbar. Naja, 2 Seelenherzen, okay. Aber die kann ich ja theoretisch hier aufheben einfach. Ja. Kann ich meinen Knochen mit einem Messer tauschen einfach? Weiß ich nicht, aber willst du es herausfinden? Ja, ich schon irgendwo. Ja, nimm mit. Warum ist der jetzt auch ein Skelett auf einmal? Aber es im Tanzen ist wahrscheinlich. Ja. Der hat ein Messer. Ach ja, der hat ja so eine Sense dann. Ja, das ist so cool. Oh, das ist so cool. Der Tod! Jo, er ist einfach immer noch am Tanzen. Er hat noch gar nicht verstanden, dass das Item weg ist. Oh, jetzt. Nee, er hat kaum verstanden, was er gerade bekommen hat. Er hört nicht mehr auf zu tanzen für den restlichen Run. Ja, das ist halt cool. So, da wollte ich meine coole Sachen mitnehmen. Oh mein Gott. Da wollte ich diesen Run ein paar coole Sachen mitnehmen und jetzt schaue ich den Damage wieder an. Man kann sich halt auch, ich kann halt auch nichts machen, wenn er alles immer mitnimmt. Nee, ich habe einfach aufgegeben. Also, wenn du mir eh alles schenkst, dann nehme ich es halt einfach mit. Ui. Mein Mom's Knife, ich wollte es ehrlich gesagt nicht. Ja, du hast doch schon 6 Herzen. Waren wir schon im Goldraum? Ja, waren wir. Da bin ich einfach schon. Shop waren wir auch. Ich krieg jetzt noch ein Seelenherz. Waren wir auch. Mir geht's so gut. Und wenn ich Lust habe, mein Messer zu werfen, dann kann ich einfach hier so ein bisschen poggen. Genau. Ja, und der Körper an sich von dir, der blockt natürlich Projektile ab. Der Charakter also ist echt gut. Ich glaube, Azazel ist Platz 1, aber der hier könnte gut Platz 2 sein von besten Charakteren fürs Spielen, für mich. Ich mag das alles sehr. Ja, ist ganz spaßig. Tainted Forgotten ist dann... Er ist ein bisschen dumm. Er ist auch stark, aber ist ein bisschen dumm. Ja, wollen wir mal Tainted Forgotten. Klingt nach einem Plan. Tainted Blue Baby könnte theoretisch auch da drin sein. Keine Ahnung, wir sind zu zweit. Tainted Forgotten bedeutet, dass du die beste Challenge im Spiel... Eine der besten Challenges im Spiel freischaltest. Ja, Challenge, die Challenge. Die heiße Kartoffel. Oh, das ist so stark. Die nehme ich. Hematemesis. Ja. Besser, als ich sie genommen habe. Ich sollte... Ja, sehr schön. Ich wollte das heilige Herz nicht verlieren. Ah ja, shit, das hier gerade. Oh, das ist ein bisschen ungünstig. Mach du mal besser auf. Gerne. Ah, ja, brauchen wir nicht. Das ist so langweilig. Ich würde einen Schlüssel mitnehmen, ehrlich gesagt. Battery Pack. Schalte ich nie wieder frei. Ich entfreie schalte es. Also, ich finde Battery Pack in Ordnung. Es hat einige Batterieaufladungen. Dankeschön. Das sagst du jetzt nur, weil die Kommentare gesagt haben, du hast alle Gegenstände jetzt. Auf einmal willst du jetzt irgendwie so Battery Pack gut reden. Ich glaube, das war nur einer zum einen. Es waren zwei, ja? Okay. Alle Kommentare gemeinsam. Zum anderen. Ich habe nicht viel übrig für unterdurchschnittliche Tier 2 Items. Ja, ich ist es doch egal. Wenn Moggy die nicht mag, dann darf Moggy die nicht mögen. Ich mag die doch trotzdem. Ich sage ja nicht dann auch, oh, das ist kacke. Ist doch eine schöne Abwechslung. Einer sagt, es ist geil und der andere sagt, warum magst du das überhaupt? Aua. Das war mein heiliges Herz. Hey, ein Gratistreffer. Ja. Mein geschenktes Eternal Heart nimmt man mit. Ja, aber ich wollte in den Challenge-Raum wenigstens reingucken. Wir können reinschauen. Ja. Tut mir leid, jetzt nicht jeder so stark wie du. Warum habe ich so eine hohe Feuerrate? Und jetzt 3,5. Na, das ist überdurchschnittlich. Es wird auch irgendwann noch Solo ganz neu geben oder so. Komm, gehen wir rein. Ja. Oh, Black Heart. Ein schwarzes Herz, das würde ich gerne mitnehmen. Ja, ich lass es schon liegen. Ich will nur das Herz hier. Ja.
weil ich schon weiß, dass ich nicht mehr getroffen werde. Oh, der Match ist immer schwarzes Herz. Ich wurde getroffen. Komm, platzen alle Gegner. Können wir aufhören? Geld. Ja, ich würde fast sagen, wenn wir im Bossraum sind. Willst du den Matchstick nicht? Mehr Bomben? Ja, wir haben drei. Ich würde gerne mein Trinket im Bossraum ablegen, denn das, was ich aktuell habe, das brauche ich überhaupt nicht. Wo ist der Bossraum? Wir haben noch. Ach, den haben wir, wir haben noch gar nicht gemacht. Wir haben noch nichts gemacht. Wollen wir ein paar fliegen? Mach doch einfach kaputt. Oh mein Gott. Ich muss hier meine Aufladung verbrauchen. Ja, aber meine Fliegen machen 3,6 Schaden und deine 13,6. Wechseln die sich nicht ab, zu wem die gehen? Ja, tun sie. Lohnt sich Planetarium überhaupt noch jetzt auf Ebene, was weiß ich? Wir können auf dem Rückweg, wenn wir zu Beast gehen, den Goldraum mitnehmen, also... Achso, okay, okay. Also wir können es einfach so Unterschied. Okay. So nicht so oft getroffen zu werden, wenn das Bauen halt weg ist, dann kommt es nicht mehr wieder. Ich werde einfach gar nicht getroffen. Ja, das ist natürlich das Optimum. Kein Deal. Nimm du auf jeden Fall mit. Ja, ich will Leben mehr. Nimm das also, auch mit, ja, ich habe genug. Soul Hearts sind, können wir leichter herstellen als deine Herzen. Das war eine gute Ausbeute für dich soweit. Ich habe nicht 7 Items und er 4. Ich würde auch den Secret Room suchen. Ja. Wie viel Prozent kriegen wir jetzt drauf? Du hast 4 gesagt, das habe ich nicht ganz gehört. Du hast 4 Gegenstände, ich habe 7, aber das gleiche noch aus. Ich meine, die 2 HP-Ups, die wären für mich ja unsinnig gewesen. Hm. Ja, ich weiß nicht, wo er ist. Kalt. Hier rechts ist ein Ordnung. Da rechts vielleicht. Ja, da, guck mal. Nö. Warum haben wir eigentlich ständig solche Ebenen? Das ist eine echt unförmige Ebene. Wir haben das so oft, dass wir irgendwie, dass der Secret Room in 2 Räume angrenzt. Sollen wir den Stachel? Also, ja, können wir doch mitnehmen. Ich will niemandem die Schuld dafür geben oder so, aber... Ich gebe mir die Schuld. Wenn ich alleine spiele, passiert das sehr viel seltener. Komisch. Boah. Boah, das ist ein Raum. Was bist du? Aua. Trip. Bin haben excited? Wir Sacrifice Room? Health down. Stark. Ja, gut, mein Geist hat genug Leben. Ich kann hier rausgehen. Ja. Der kann nur 6 haben, also. Ja, genau. Sonst hätte ich. Willst du das Herz ja, auch ja, mitnehmen? Ja, ich hab's gerade gesehen. Für den Fall der Fälle, wenn du Heilung brauchst, dann sag's mir. Ich habe die Hammer und Temesis-Pille. Ah ja, sehr schön. Die zieht mir keine Herzen ab, aber es kommen nur rote Herzen raus. Ich bin gerade kurz gewundert, warum ich 2 Leben mehr hatte, aber ich habe ja auch 2 Health-Ups aufgehoben. Alles ergibt Sinn. So, dann weiter. Ja. Ja. Und vielleicht kriegen wir ein Planetarium, aber wahrscheinlich nicht. Das wäre sehr schnell. Wahrscheinlichkeit beträgt zwar 21%. Ach, das ist echt viel. Und nach einer Ebene. Ja, deswegen, wenn man es auf der ersten Ebene halt mitnimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es irgendwann bekommt, relativ hoch. Oh, aber wenn man Edith den Weg gibt, dann kann man ja gerne mal 1, 2 skippen von den Räumen und die beim Rückweg mitnehmen. Das ja, 2 würde ich nicht empfehlen. Einen auf jeden Fall. Ja, den kriegt man doch eh beim Rückweg dann. Deswegen meine ich 1, 2 skippen. Ja, aber du musst den Hinweg ja überleben. Okay, wir sind irgendwie so ein bisschen aneinander gebunden. Oh nein, die Pille. Und warum ist alles schnell? Ja, hoffe, dass der die Longlegs das regelt. Au. Und warum ist alles so schnell? Ja, weil wir haben irgendeine dumme Pille genommen, die das den Effekt 2-3 Mal macht oder so. Ach so. Justice. Ein bisschen Justice können wir gebrauchen. Sehr schön. Welche Bücherei mitnehmen? Bücherei können wir mitnehmen. Oh nein, Arcade haben wir auch. Aber nur ein Schlüssel. Reichlich. Ah. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist gut für dich eigentlich, das Buch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich hab das zweite noch aufwegen. Bookworm. Ja. Kannst du einmal. Dann kriegen wir für eine ganze einsetzen, Ebene mit Leiter, Batterie, also nochmal. An sich mitnehmen. Ja, ja, besser als nichts. Ja, wir kommen nur einen dummen Reiter als Gegner wahrscheinlich, aber naja. Er droppt eh 2 Boss-Items, also alles gut. So. Arcade Room? Ja, ich hole auch den Schlüssel. So. Oh ja, wir haben ja nicht viele Schlüssel. Wir hatten keinen mehr, ja. Ja, nicht so viele. Ach, so eine Maschine. Hm, ja, erstmal Shop, erstmal Shop. Also. Könnte an sich mit der Hematemesis-Karte noch ein bisschen was rausholen für dich, aber. Ich will einen zweiten Raum, Goldraum skippen. Ich habe einen Goldraum skippen, okay. Ja. Willst du die auch mitnehmen? Nee, irgendwie nicht. Oh, ich habe mein Trinket gar nicht abgelegt, letzte Ebene. Oh, Fliege. Besorge, der die Longlegs regelt.
Mit welchem Damage skaliert die Fliege? Mit dem von... Nicht von meinen Tiers wahrscheinlich. Ne, die hat einfach eigenen. Oh, ein Baumhard. Nee, ist eigentlich schon ein Tier, ich glaube 50% der Multiplikator oder sowas. Stark. Oh Gott. Nimm das Herz mit. Okay. Ach, du hast Angst, dass ich es verliere? Ich habe extra schon mich entschieden, mit der Fliege zu kämpfen. Ja, ich weiß. Du hättest das Herz verloren und wir unsere Devil-Deal-Chance. Das wäre beides nicht gut. Ich habe extra schon direkt mit der Fliege gekämpft, weil ich Angst hatte. Warte mal. Ich habe keine Ahnung, ob der Sense in Augen hat, aber hat er nicht. Jetzt hat er gar keine Augen mehr. Da ist nichts mehr übrig. Dafür haben wir den Schlüssel aufgebraucht. Oh, das ist ein kleiner Buch. Deine Sense ist einfach so stark. Ja, aber kurz mal halbiert. Okay. Jetzt mal aufgeräumt. Ein Reiter, du hast ihn beschworen. Beschwör auch einen. Ist hier. Der begleitet aber nicht, der bleibt für die ganze Ebene. Also das kannst du auch wirklich, öfter einsetzen. Okay. So früh wie möglich einsetzen dann auf der Ebene. Es war, glaube ich, früher so, dass du für einen Raum war, aber dann ist mir aufgefallen, dass das Schwachsinn ist. Du bist Nahkämpfer, wahrscheinlich willst du einen Orbital haben? Ich nehm's mit. Komm. Na, gut. Ja, ich hätte das gerne. Ja. Schön. Morgi setzt sich einfach so durch jetzt. Pass auf. Wenn ich das mitnehme, Bookworm. Haben wir nur Devil Deals und ich glaube, die Devil Deals sollten auch günstiger sein. Ja, klar. Und Bookworm. Und du kannst dann das mein anderes Buch mitnehmen. Ja, dann können wir auch Seelenherzen holen. Dann können wir bei den Devil Deals immer richtig einkaufen gehen, weil ich benutze meine Seelenherzen nicht. Oh ja, das ist so eine gute Kombo. Oh, die Heilungskombo. So, machen wir noch die Räume, oder? Ja, machen wir noch. Wir sind stark genug. Wir haben auch genug Herzen. Warte, ich will mein Trinket ablegen, so sonst vergesse ich es wieder. Stark, dass du dran gedacht hast. Das Monokel sitzt echt weit unten. Das ist halt so eine Sache, die man so leicht vergisst. Stark. Oh, Hälfte hauen. Die brauchen wir. Vielleicht fühle ich mich abenteuerlich. Ich fühle mich oft abenteuerlich. Manchmal muss man einfach eine Hälfte an sich reinziehen. Ah, die andere, die du abgeschossen hast, das war... Schöner Prank. Das ist ein bisschen nervig. Das ist ein Kreuzchen. Schon wieder. Oh, du hast schon wieder den entdeckt? Ich habe ein Kreuz gesehen. Ja, die entdecke ich nicht. Und wo ist jetzt mein Stein, den du mir versprochen hast? Es kann sein, dass im ersten der schon drin war oder so. Ich glaube, dass da eigentlich... Vielleicht ist auch eine sehr hohe Chance für den Small Rock hier, ich weiß nicht. Ich werde trotzdem so alles glauben, was du sagst, keine Sorge. Ich habe von denen echt nicht so viele gefunden bisher. Ja, du kannst auch ein paar Schlüssel mitnehmen. Und dann können wir doch rüberfliegen können. So. Oh, der klingt für dich. Ich kann nur die 3 Herzen nehmen. Tja, schade. Das finde ich gut. Schade. Ich muss noch ein Herz für mich mitnehmen. Ja. Was haben wir hier noch? Ja, mehr Aufladung für unsere Bücher. Für unser Buch. Oh mein Gott. Wir sind zu sehr auf einer Wellenlänge. Das wird gruselig. Ein Kreuz? Nein. Den Siggi können wir noch suchen. Der kann nicht hier sein, oder? Siggi? Der ist Secret Room. Ach so. Der Siggi. Leider kein Siggi hier. Wenn du genug Zeit im Spiel hast, dann musst du auch mal ein bisschen... Gucken wir mal, ob hier unten ein Siggi ist. Dir ein bisschen Spaß erlauben, den Siggi finden. So viel Rolle. Jetzt kann er wieder an so vielen Locations sein. Gefunden. Small Rock. Aber 5 Cent nehmen wir auch. Bist so auch schnell Geld aufheben. Oh, das Battery Pack wäre diesmal übrigens ganz gut. Für 7 Cent. Ich glaube, 3 Aufladungen kriegt man raus. Ja, aber wir sind doch beide voll. Ja, aber trotzdem. Wie? Wäre trotzdem gut für 7 Cent eine Menge Leistung. Ja, aber wir brauchen es halt nicht. Ja, aber... Super Siggi nehmen wir auch noch. Ein Super Siggi. Ja, ist doch gut. Ja, das ist halt direkt ein Upgrade. Krieg ich halt nächste Ebene einfach. Ja, ich glaube, deine Herzen sind wirklich gleich auf Maximum. Ja. Sehr schön viele Knochenherzen. Ich mag die auch gerne. Im Gegensatz zu meinen, die natürlich weit entfernt davon sind, das Maximum zu erreichen. Oh, kacke, geschenkt bekommen. Manchmal fehlt mir da ein bisschen die Zeit aus dem ersten Isaac, als man einfach unendlich Herzen haben konnte. Oh, ich hab komplett falsch gedacht.
Ja, oh, das unendliche Herzen bekommen war so spaßig. So, ja. So dumm. Ich dachte irgendwie, ich kriege ein Herz und das ist dann weg. Aber ich habe ja durchs Ebenewechseln habe ich ein Herz bekommen und wieder ein halbes dazu jetzt sogar nochmal. Ja. Ich versuche, so schnell wie möglich zu sensen. Hier sind schon mal viele Räume. Kannst, achso, ich wollte sagen, du kannst dir Buch einsetzen, aber ist eigentlich besser, wenn du es nicht einsetzt, weil dann der Reiter sehr wahrscheinlich kommt. Sobald man was einsetzt, kommt der Reiter wahrscheinlich? Dann kommt er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Okay, ja, dann hebe ich mir das auf. Ich meine, das würde ja aktuell eh nichts bringen. Ich bin auch nicht so ein Reiter-Fan, die machen ja, haben ja eigene Drops und sowas, ne? Ja, die geben halt immer diese Cube of Meat oder Ball of Bandages. Und später dann dieses Pferd, auf dem man reiten kann. Aber so weit werden wir eh nicht gehen. Aua. Droppe ich Geld? So, natürlich ist wichtig, dass wir jeden Raum mitnehmen für unser Planetarium. 41%ige Chance ist nicht übel. Ja klar. Alle Räume mache ich doch sowieso immer. Ich würde das Trinket gerne mitnehmen, wenn du mir das mal... Klar. Genau. Dachtest wieder, ich gehe in den Geist, so, oder? Was ist das? 0,5% Chance to reveal a crossbow when breaking a rock. 0,5. Jetzt müssen wir noch einen Weg finden, Steine kaputt zu machen. Bomben. Sehr schön. Ich weiche einfach gar nicht mehr aus. Bitteschön. Kein Kommentar. Ich nehme noch ein Herz. Kein Kommentar hier. Was war da drin? Achso, ja, danke. Oh, zwei Bomben. Und die Poggen. Und 2 Cent. Vielleicht werden wir sogar einen normalen Shop haben dieses Mal. So stark, den haben wir richtig gekleert. Wir sind geklärt. So effizient gerade. Oh, der die nicht werden nicht lange leben. Daddy Longlegs ist halt auch immer noch gut. Der ist richtig, der carried einfach seit Anfang an. Das hast du nicht zu viel versprochen. Ja, wenn man den früh im Run bekommt, ist das halt wirklich gut. Später macht er nicht mehr ganz so viel, aber... Wir können halt wirklich so heftig auf die Planetarium-Chance gehen, weil wir so viel Schaden haben. So oder so. Und beim Rückweg dann alles mitnehmen noch, können. Wir werden noch sehr viele kostengünstige Devil Deals bekommen. Das auch noch. Wegen dem Buch von dir. Ein guter satanischer Anhänger. Eine Chance, die Pille nicht zu verbrauchen. Auch bei deiner Health-Down-Pille. Das wäre ein Move. Kann ich da den Geist einfach... Ja. Ja. Cool. Was ist das denn? Ich hasse Widow so. Ha! Sehr. Das war aber nicht Widow, das war die kleine. Nein? Also brauchen an dem sie Punkt nicht. Beim Rückweg werden wir dann richtig stark. Okay. Oh, Black Candle. Ja. Die nehme ich immer mit. Ja. Ich hasse Curses, die sind so langweilig. Ja, Black Candle ist schon immer. Brauchst schon besonderen Run, damit man die nicht mitnehmen will. Ja, oder kein Geld. Secret Room könnte hier links sein. Ist aber nicht. Gleich 60% Planetarium-Chance. Oder ist es die letzte Ebene schon? Nee. Nee. Nächste Ebene ist die letzte. Wir haben dann auch noch nach der Ebene von Mom noch eine. Stimmt, das war so Leon. Kein Bosskampf, aber da kann Planetarium sein. Oh, Cursed Eye? Cursed Eye hat... Okay, ich werde es mitnehmen. Okay. Weil es nämlich mit dem... Es hat nämlich nicht mehr den negativen Effekt jetzt, wo ich die Black Candle habe. Ah, oh mein Gott, stimmt, das macht der Curses weg. Oh mein Gott. Ja, und deswegen muss man es mal mitgenommen haben, glaube ich, die Kombination. Ich gehe raus. Schon. So, links ist Herz holen, ja. Ja. Okay. Ich mach mal mein Buch nochmal. Ja, meins brauche ich irgendwie nicht machen. Was passiert denn, wenn ich es in der Form meinse? Ah, krieg ich trotzdem der andere. Oh mein Gott, ich bin fast in die Tür gelaufen. Ach. Aber ist sofort Brain After. So, Cursed Eye ist natürlich. Ich habe das Gefühl, auch wenn der Fluch nicht da ist, ist es immer noch irgendwie. Na, auch nicht gut. Ja, es ist so spaßig, ich stimme dir zu. Ja, ich habe so viel Spaß gerade. Hui, ich schieße genauso schnell wie davor. Ja, du schießt aber 15 Tränen auf einmal. Oh, das ist ein Boss. Der schießt auch viele Tränen auf einmal. Ja, natürlich wird er zu mir. Die explodieren ja sogar. Ich weiß nicht mal, was der macht. Der Brimstone. Ich bin nur zweimal in seinen... Ich gehe mal hier in Geisterform. Au. Das macht so viel mehr Schaden als in einem Nahkampf. Ach, das sind ja auch Multidimensional Baby will ich. Squeezy, ein Herz für zwei Herzen. Ich glaube, ich hätte gerne noch mehr Feuerrate. Bedien dich. Ich glaube, die droppen aber.
Naja, kannst du eh nicht mitnehmen. Nö. Kannst du die roten Herzen mitnehmen? Das kann ich mitnehmen. Also, ja, das kann ich mitnehmen. Auch. Ein schöner Stein. Feuerrate, fast am Maximum. Okay. Ja, wo müssen wir lang? Einfach hier runter, ne? Haben wir denn. Wir haben keinen Secret Room gehabt auf der Ebene, oder? Nee, ich kann mal kurz gucken. Das ich glaube, er kann da unten sein. Bisher ja. Warte. Wir checken. Ja. Sieht gut aus. Da, genau. Nö. Ja. Aber kann auch nicht. Da oben sein. Also die Ebene ist ja. Oh ja, hier oben. Ich hätte erwartet, dass das Stachelding auf mich losgeht. Man kann sein Buch aufladen. Und ich spreng den. Er hat sich anders verdient. Ja. Planetarium-Items sind aber auch stark, ne? Können. Was? Planetarium-Items sind dann aber auch stark. Ja. Überdurchschnittlich sind sie in der Regel. Ja, also, sind in ich würde sagen, kein Planetarium-Item ist ein Run-Winner. Ich schreie einfach, wenn ich ein Planetarium sehe. Aber es gibt schon ziemlich gute. Es gibt auch ein paar, die denkt man sich, ja, okay. Ich wollte, egal, sind eh auf Marm. Aber prinzipiell lohnt es sich, wenn man zu Beast geht, Planetarium mitzunehmen. Wie gesagt, überdurchschnittliche Items. Beschützt dich. Es gibt eins, mit dem feuert man Eistiers ab und das ist eigentlich wirklich stark, aber. Ich fand die anderen, also. Wenn ich die mal gesehen habe, auch echt gut. Brauch unbedingt die Teleport-Karte dann. War die da oben schon? Nee. Ich habe nur gerade dran gedacht, allgemein. Okay. Ja, nehme ich doch mit. Ja, ich habe auch ein halbes Herzschaden mittlerweile. Hoffentlich findest du ein Buch, mit dem du dich heilen kannst. Hoffentlich krieg ich es nochmal aufgeladen. Oh, ich habe so viel Spaß mit Cursed Eye gerade. Die Knöpfe die ganze Zeit, wenn jemals Feuer drückt. Oh mein Gott, der Keeper macht ja, dass man Geld droppt. Ich habe mich vorhin kurz einmal gewundert, warum ich Geld gedroppt habe, wo ich angepasst habe. Ja, der kann es auch noch reinstecken. Oh. Der klaut. So ein Dieb. Ist wie Bambo. Pille lassen wir in Ruhe, okay. Totenköpfe sind in Ordnung, Gegner sind weg, Herz brauche ich nicht, Shop. Müll. Das war dieses Portal-Ding, oder? Ja. Ja. Ich mag es eigentlich ganz gerne, aber das Buch ist halt so viel besser gerade für uns. Ja, ist nicht wirklich, ja. Placebo. Ja, wir haben noch einen Stock. Ich wollte gerade sagen, wir können Geld rein donaten und hoffen, dass wir Luck bekommen, aber wir haben nächstes eben noch einen. Schön. Okay, der ist gruselig, der Würfelraum. Die können wir aber kostenlos öffnen. Schön. Und kostenlos mitnehmen. Da ist es! Planetarium, da haben wir es verdient. Ich heb's einfach auf. Ich will gar nicht wissen, was da steht, okay? Ja, es wird eh nichts Negatives sein. Nimm mit. Attacke. Irgendwas mit Leben. 1 AP und ich bin pretty. Oh ja, ziemlich pretty. Und die Gegner um dich herum, die werden gecharmt. Oh, ich habe auch echt schöne Haare jetzt. Gegner lieben dich, wenn sie neben dir stehen. Das ist, ich würde sagen, das ist ziemlich gut. Park. Für Nahkämpfer. Ist ja. Natürlich, ob du es glaubst oder nicht, jetzt keins der Top-Planetarium-Items. Ja, es gibt ja eins, mit dem man ganz klein wird und so auch, ne? Ja. Aber für jedes Stern, wie viele Planetarium-Items gibt es überhaupt? Ich glaube 12 müsste das sein. Ich weiß, dass es hätte drüber fliegen können. Okay. Wie viele Sternzeichen gibt's? 12? Es gibt 12 Monate und 12 Sternzeichen ergibt dann Sinn, ja. Na. Können wir da reingucken? Wenn wir die Ebene wiederholen können, ja, dann beeil dich. Wir sind lila Flammen. 2. Wahnsinn. Hiccups. Ich meine, wir hätten die Vasen vorher sprengen können, aber okay. Ich meine, hätten wir statt einer Münze ein halbes Herz bekommen oder so, also. Ja, ich gamble da gerne auf sowas. Oh, der kommt mal, der mag mich. Siehst du, wie er dich liebt. Er hat da aber nicht voll viel von gehabt. Ja, das haben die meisten Gegner nicht. So, Sichertraum? Oben. Nicht. Zwischen dem Würfelraum wäre es theoretisch. Hier unten auch, ja unten. Achso, da geht's noch weiter. Ja, wir müssen ja erstmal Boss. Ach, es gibt dann beides einfach? Was gibt's beides? Goldraum nochmal. Ich dachte, er ist jetzt. Ja, Goldraum schließt das nicht aus. Ah, oh, guck mal, jetzt brauchen wir Luck. Du hast 2 Luck. Ja. Ja, schieße ich halt in alle 4 Richtungen ab und zu. Es bringt halt nicht mal was, in 4 Richtungen zu schießen. Natürlich, du hast jetzt schon die Gegner links und rechts getroffen. Naja. Der Junge hat noch nie Isaac gespielt. Das stimmt. Nicht. Um bereit zu lügen. Wir haben immer noch nicht die Karte. Hier oben könnte noch. Ich weiß nicht genau, wo man hier legen muss. Ja. Immer ab der Stelle, wo der Bildschirm anfängt zu scrollen. Eigentlich schon.
Gucken wir mal von der, von dem Raum. Nein, das geht nicht. Oh ja. Ja, unwahrscheinlich. Ich glaub, beim Würfel. Ach, beim Goldraum wahrscheinlich. Hier oder beim Gold. Ja, links könnte auch. Dann bleibt, glaube ich, nur noch über dem Goldraum. Wir müssen die Bombe noch aufheben für die Karte. Die Bombe? Aufheben die Bombe. Ah, okay, ja, ja. Damit wir den Schädel noch sprengen können. War der Schädel dann doch am Anfang? Ich hab keine Ahnung. Da Hallo? Oben waren, glaube ich, nur Scheißehaufen, ja. Ja, da war nur Scheiße. Die roten Haufen. Die brennen aber zweimal. Da ist kein Kreuz. Unten links dann vielleicht. Da. Oh ja, da. Den kann man mal übersehen unter den Herzen. Ja, da waren wir heute mal die Fools. Aber wir haben es wenigstens noch mitgenommen. So. Ich hoffe, es wäre noch ein Devil Deal bekommen. Buh. 88% Chance? Ja, kriegen wir. Kriegen wir. Kriegen wir Der hin. Der Fuß macht ein Herzschaden. Ja, es zählt als Explosion. Warum ist die Tür blau? Wir haben Summoner Mom. Ah. Na, guck mal, meine blaue Fliege ist genau in der Tür drin, weil ich aber nur nach oben schlage bisher. Oh, das ist so gut. Au. Ich liebe es, nicht ausweichen zu müssen. Ich werde das nie anders machen. Ich schlag mich aber selber ein bisschen von der Tür weg. Ich liebe es, für meine Schüsse einzeln die ganze Zeit drücken zu müssen, ohne den Vorteil davon zu haben. Was ist ohne Vorteil? Du schießt so viel mehr Schüsse. Das ist ein Devil Deal. Nee, ich habe eine Feuerrate. Das ist die normale Feuerrate. Erstes mit dem hier? Ja, ne? Es ist, ja, damit, wenn du willst. Oder soll ich negativ... Achso, wir tun es ja eh weg. Macht keinen Unterschied, wir geben sie ab. Ah, guck mal, da ist noch ein Health-Up dann. Oh. Oh, das ist ein Tier-Sub, ich nehme es noch mit. Das sieht doch aus wie ein Moggy-Item, ist ein Pilz. Ja, 4,9. Jetzt haben wir eine gute Feuerrate. Okay, Achtung, Hände. Hast du nur eine? Ja. Weil es eh nichts kostet, nehme ich das mit. Sich Schaden, also aber ich denke, du sollst jetzt eine Guppy-Item mitnehmen, auch wenn du es nicht behalten willst. Das macht diese Fliegen, ne? Ja. Ich benutze halt meine blauen Herzen sowieso nicht. Ja. Du kannst halt sowieso direkt wieder neu regenerieren. Oder willst du Guppys Head behalten? Ich glaube, ich nehme Guppys Head, theoretisch. Die Fliegen sind halt stark, die da rauskommen. Ja, aber ach, ich bin auch stark. Okay. Mehr HP haben ist dann denk dran, wir wollen rauswarpen. Ja. Yeah. Und hier mein Gemälde einsetzen. Und schon sind wir weg. Ist eine Trinket? Sind wir weg? Sind wir weg, ja. Wir sind weg. Wir haben alles gemacht. Und beim Rückweg kriegen wir nochmal ein paar Goldräume. Oh ja, und dann werden wir erst richtig stark. Bestimmt. Ganz sicher. Jetzt kriegen wir noch 3 Planetarium-Räume. Die Charmed-Gegner sind halt. Das ist schon wirklich gut für Nahkämpfer. Da war ein Kreuzschwein. Ja, kommen wir gleich. Kommen wir wieder zurück. Komm, was? Die lieben mich ja alle. Oh. Jetzt sind wir, hallo, warum wirst du trotzdem an auf mich? Okay, wenn der letzte über ist, dann geht er auf mich. Ich verstehe. Ja. Ich will. Das sehen. Cool. Ja, ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, du kannst es gebrauchen. Also, ich mag sowas. So ein paar Herzen für mich. Da ist nochmal einer. Nehmen wir auf, wir haben nur eine Bombe. Oh ja, ja. Keine Sorge, das geht aufs Haus. Sehr schön. Oh mein Gott, der einzige Stein, der weggesprengt wird, mit der Crawl Space einfach. Was ist das denn? Ein Schwarzmarkt. Oh. Und diesmal sind keine 20 Händler da, die uns umbringen wollen. Hier so, oh mein Gott, sind hier viele Sachen. Also, ich habe bereits ein Conjoint-Item, dementsprechend habe ich das verdient. More Kriegen wir beim Weg zurück wir immer Curse Rooms haben wir keine mehr, würde ich nicht. Nicht mal machen. Beim Rückweg? Nee, da sind keine mehr. Den mag ich echt gerne, ja. Ja, nimm mit. Achso. Und das ist, ja, können wir eins kostenlos machen, aber ja, es ist spät. Das brauchen wir auch nicht mehr. Soll ich meine Herzen bei dem reinwerfen? Würde ich nicht machen, weil dann verlierst du nach einem Hit deine Bone Hearts und... Ja, nee, es ist auch gefährlich, ja. Ich wollte gerade sagen, ich könnte ein bisschen was abgeben, aber wäre es auch nicht wert. Schöner Markt, sehr guter Markt. Also ich bin 2/3 conjoint, ich bin zufrieden. Und die Goldräume, die wir haben, die werden einiges zur Auswahl haben. Oh, wir können ja wieder gleichzeitig reinlaufen. Ja, nächste Ebene sehen wir dann, sehen wir alle drei. Ja, du kannst den Conjoint einfach mitnehmen und ich nehme den Sprinkler. Oder so. Oder ich nehme das hier dann. Der Sprinkler ist, nächste Ebene sehen wir das in der Mitte. Ja, ich nehme das in der Mitte, aber sowieso. Ich will keinen Sprinkler. Okay. Aber willst du nicht von unten gleichzeitig? Von unten.
will, dass wir so auf derselben Höhe stehen, von oben und unten. Das abzuchecken ist ein bisschen schwer. So, drücke. Drückst du nach oben? Okay. Ja. Spoonbender! Na, das... Oh mein Gott, wie viele Schüsse kommen denn bei dir raus? Ja, hier haben noch Loki's Horns. Aber wenn hier noch ein Shop ist, musst du unbedingt das Geld reinstecken. Oh, wenn ich Spoonbender jetzt hätte, das wär's. Das wär viel, ja. Oh, oh. Wir sind gut unterwegs. Ich hab eine lila Sense. Ich bin glücklich. Stein? Jetzt haben wir genug Bomben. Wie kannst du eigentlich durchgehend blaue Herzen aufheben? Wirst du in jedem Raum getroffen? Ich habe zwei Devilies gerade mitgenommen. Okay, ach stimmt, das kostet die ja. Puh. Einer davon war fürs Team. Das stimmt. Alles ist fürs Team. Jeglicher Damage, den du kriegst, das ist fürs Team. Ja. Ich möchte meine Aussage zurückziehen. Oh, der Spoonbender, wenn ich den hätte, das wäre so gut. Aber Conjoint ist halt auch gut. Deswegen wäre es wahrscheinlich so oder so gemacht. Ach, meine Sense fliegt auch lustig rum. Two of Spades? Ja, Lock Up. Ist besser für mich. Zack, mehr Schlüssel. Ich habe nicht mal gesehen, dass da was rauskam. Der Broken Dice. Der gibt hier und wieder in ein paar Räumen irgendwie so einen random einmal verwendbaren Key. Was nett ist, wenn man die Six bekommen kann, aber ich meine, du brauchst Faith-Ding ist an dem Punkt nicht mehr wirklich. Achso, ja, wenn ich getroffen werde, aktiviere ich einen Würfel, okay. Nicht, wenn du getroffen wirst, du hast einmal pro Raum hin und wieder dann den anderen. Vielleicht haben wir in dem Goldraum so einen D6 dann mal. Achso. Woran sehe ich, was für einen Würfel ich habe dann? Unten rechts ist dann, scheint dann einer. Als zweites so ein Karten-Item quasi. Ich glaube, du erzählst gerade, ich muss gleich nochmal gucken. Zumindest glaube ich, dass das ist. Vielleicht ist es auch, wenn du getroffen hast. Du kannst auch ablegen und schnell nachschauen. Ich gucke mal nach mit dem Trinket hier. Muss ich 10 Sekunden Taste drücken? Nur 10 Sekunden zurücklaufen. Taking Damage. Hat eine 50% Chance, einen Effekt. Okay. Ja. Ich meine doch gerade das gelesen zu haben mit Damage. Es gibt aber auch einen, wo man keinen Damage dafür nehmen muss. Ja, das ist stark. Oh, ich liebe es aber in die Nähe von denen zu gehen und die töten sich selbst. Ja, das ist irgendwie, sollte das einfach mal so machen und wenn wir nochmal den haben, ja, dass wir sie sich einfach mal gegenseitig killen. Ja, macht bitte die Statuen kaputt, genau. Sehr gut. Das ist schon stark. Ich kann sagen, dass es Durchschnitt ist, aber das ist schon stark. Aber nicht mehr. Ich habe gesagt, überdurchschnittlich. Ich hab gesagt, nicht das beste Planetarium-Item. Nee, nicht das beste. Das klang schon wieder so, als wäre es doof. Es ist nicht das beste. Ja, okay, aber das beste ist ja auch nur ein Item im Spiel. Von den 12. Ja. Wir sollen noch Secret Room mitnehmen. Ja. Hör mal. Will er hier links sein? Vielleicht. Ich weiß nicht, wo ich hier liegen muss. Ja. Okay. Ich habe, glaube ich, gerade gedrückt, aber dann drücken wir nochmal. Nee, wir haben noch 5. Okay. Ich wollte aber gerade drücken, als wir da lang gelaufen sind. Du bist viel zu langsam für sowas. Das stimmt. Ich habe ja nicht ewig Zeit. Heute darfst du hier der Schnelle sein. Okay, ja. Also irgendein unsichtbarer Champion. Oder? Nee, was ist der Schatten hier? Ach, das ist dein Fuß. Die nehme ich mal. Dann haben wiederum deine. Ah, egal. Cross Base, let's go. Ja, die Bank. Ja, aber wir hatten diese Ebene doch, den Schwarzmarkt. Ja, das stimmt. Du kannst die Justice ja wenigstens aktivieren, wenn du sie nicht mitnimmst. Na gut. Dann nehmen wir eben die extra Consumables mit, wenn es sein muss. Vorhin war es doch, ja, liegt dann halt ein halbes Herz mehr rum. Kann ja seine Meinung ändern. Das stimmt. Ah, ich glaube, da kann der Secret Room sein. Ja. Will er aber nicht. Links? Da links kann er auch noch sein. Weil dann sagen wir, haben halt keine Bomben mehr, aber wir haben noch Bomben übrig. Reichlich. Nein, wir können es gar nicht. Ja, wäre es mir gar nicht wert, da eine zu. Ja, mir gut. Auch nicht, aber. Ich kann Golf spielen hier ein bisschen. Dummes Herz will jemand haben. Ja, wir vielleicht gleich. Nee, hier ist kein Boss auf der Ebene. Ja, vielleicht läufst du noch mal ein Feuer oder so. Ja. Gibt es Bombensteine mit einem Kreuz drauf? Kann man die ausschließen. Was? Gibt es so Bombensteine, die auch ein Kreuz drauf haben? Nee. Okay. Nicht, dass ich wüsste. Ein Zettel.
Das ist ein Titrock. Nein! Nein! Oh, hier ist auch 0% Chance. Oh, der ist immer noch da! Yeah. Jawohl! Eine Kiste! Mit Judgment! Und Judgment! Ja, kannst du hinstellen. 99 Cent, komm mal her! Nee, traue ich mich nicht. Goodbye. Aua. Hau doch, ich kämpfe mich mal gegenseitig. Ja, eben. Ja, haben wir beide jetzt nicht so viel von. Du nur mehr. Ja, bleib doch da. Okay. Oh, ich habe mein Herz schon wieder aufgefüllt. Ah, wahrscheinlich regeneriert oder so. Deine Blank. Deine Evas? Ah, oh ja, die Evas. Warte, da war gerade so ein Kreuz am Boden im Raum davor. Warte, deswegen. Was? Ja, hier liegt jetzt eh zu viel Müll. Ja. Hier oben war. Nein? Wo bin ich? Da sind Zettel. Okay. Hier ist reichlich. Sehr schön. Was kriegen wir Gutes? Naja. Ja, nee. Nicht mal aufheben, nicht mal aus dem Itempool nehmen. Ein Epic Fetus-Schuss. So episch. Alle zwei Räume. Ja, wir müssen ja nur den Red Key dann mitnehmen. Ja, der liegt direkt in der Boss-Arena. Und dann haben wir natürlich noch die Goldräume. Ja, ab wann können. Also wir werden es gleich sehen. Hier, den müssen wir mitgenommen haben. Ich glaube, ja, den danach. Mit zwei oder so, es gibt oder drei. Vor allem die gute Sache ist, wir haben da direkt dann zwei Items. Da können wir beide was mitnehmen. Oh, stimmt. Ich würde direkt weitergehen. Willst du weiterkunden? Wir können weitergehen. Nach diesem Raum. Oh, ein Schlüssel. Den einen Raum machen wir noch. Ja, der. Fühlt sich doch falsch an, nicht alle Räume mitzunehmen. Kann ich gar nicht mit mir vereinbaren. Das geht erst von meinem Kumpel aus der Kiste. Kann der rauskommen, bitte? Sehr schön. Ich glaube, die haben gerade einen Streit. Es ist ganz unangenehm, hier zu sein gerade. Ja, wir hören aber nicht zu. Warum verliere ich eigentlich immer nur ein halbes Herz? Muss ich nicht ein ganzes Herzschaden mittlerweile kriegen? Oder sind Knochenherzen einfach du hast so doch, stark? Du bekommst doch Eternal Heart einmal pro Ebene. Ah, das hat's abgefangen, okay. Ja. Also ich glaube, hier haben wir dann einen Goldraum. Hier haben wir einen... Crawlspace! Ja, du hast ja immer noch das Trinket, oder? Mit dem Crawlspace mehr. Ja, ja, das ist nur 0,5%, aber... Ich weiß, das bringt ein bisschen. Du hast ja schon deinen Fliege, dein Conjoint, ne? Ja. Dann nehme ich einen Ghost Baby mit. Das heißt, wenn ich Spoonbender mitgenommen hätte, wäre ich trotzdem noch conjoint geworden. Naja. Dabei habe ich schon die ganze Zeit einen Ghost dabei. Nein! Oh. Ich hatte gleiche Reaktion. Das ist nur wieder Genesis aufs Neue. Oh, der ist zu, der Raum. Das klingt gut. Das will ich. Bist du schneller? Nee. Ja, ein kleines Stück hoch noch. Ich sehe ja deinen Schatten, du bist noch so viel weiter oben als ich. Unten, meine ich. Ja, so ist gut. Okay. Ich drück. Schön. Jetzt kannst du einfach in Gegner cool reinrennen, solange du volle Geschwindigkeit hast, nehmen sie einen Schaden. Ich bin Nahkämpfer. Das heißt, du musst nicht mal mehr angreifen. Im Idealfall. Einfach nur reinrennen. Ja, es funktioniert aber. Ich weiß nicht, ob man nicht eine gewisse Mindestgeschwindigkeit dafür braucht. Ich hasse dieses Item. Mehr Range. Wir sollten wahrscheinlich das Herz oben mitnehmen. Herz? Oh! Aber zweimal. Ja, jetzt können wir weiter. Ja, war kein so guter Goldraum. Ich bin glücklich. Da ist der Key. Ich muss mir gucken, ob ich den Schlüssel einsetzen muss oder so, ne? Ich habe beide noch nicht freigeschaltet. Ich würde lieber Tainted Forgotten an deiner Stelle freischalten als Tainted Blue Baby. An meiner Stelle würde ich den auch lieber freischalten. Tainted Blue Baby fehlt mir aus irgendwelchen Gründen auch noch viel. Er ist nicht mal sonderlich schwach oder so, aber... Weiß nicht, ich spiele einfach nicht gerne Tainted Blue Baby. Ich habe eins von drei. Also ich... Aber du hast das mehr Luck. Spaceball-Item. Ja. Okay. Ich schieße auch generell mehr Projektile ab. Das wird eine Menge Ungeziefer geben. Bomben. Ich warte hier einfach kurz, ja. Yeah, siehst du schon die Spinneneier, wie sie alle erschlüpfen und ich fliegen? Ich sehe zu viele Sachen. Ich kann, glaube ich, auf gar nichts mehr gucken. So, aber okay. Können auch wieder weiter, ne? So viele von diesen Kugeln. Willst du weitergehen? Ja. Ich frage immer nur, ob ich irgendwas vergessen habe auf einer Ebene oder so. Wenn ich nichts vergessen habe, können wir immer weitergehen. Der ist so furchtbar. Ah, ein Crossbase. Oh, ich nehme ihn noch mit. Die Pillen hatten wir so oft im Run. Ich guck die mir gleich mal an.
Warte, ich kann auch beide aufsaugen, theoretisch. Fire Rage. Oh ja, die geben dir dann Stat-Ups, aber, ja. Ja, sind ja, ja auch nur Stat-Ups, ne, also... Sauge einen. Oh ja. Leider keinen guten Stat dazu bekommen. Ja, das ist ein bisschen Luck. Fire Rate hätte ich echt gern gehabt. Egal. So, was ist diese Pille, die den ganzen Run schon rumliegt? Ah, okay, die lag schon 20 Mal rum. Ich würde sagen, die hätte den Brat nicht mehr fett gemacht. Top Hearts, die willst du vielleicht mitnehmen? Ja, die ist gut für mich, für alles. Ja, obwohl, nee, meine Knochenherzen brechen halt. Das ist echt kacke bei mir. Na, ich meine, kannst du einen Knochenherz auch, ja, gut. Hm, naja. Was ist das? Ich würde uns beiden davon abraten, Oh Crap mitzunehmen. Ja. Beziehungsweise, naja, ist eigentlich egal, von uns ist eh niemand vorhin gedrückt. Ich will es nicht mitnehmen. Diese Unsterblichkeit für eine Sekunde ist halt auch so egal. Willst du die haben? Ja. Ich habe halt eh meinen Knochenschild. Nö, also, nimm du. Doch, doch. Mein, für dir bringt es mir, du bist im Nahkampf, aber naja. Nee. Ja, da haben wir echt ein paar starke Items ausgelassen. Ja, wir hatten halt schon das gute Zeug. So. Jetzt machen wir die. Ja, nö, ich mach jetzt hier mit. Schau doch, wie die Räume durchrattern. Batterien droppen noch. Die Pille, help up. Oh, die heilt mich doch, oder? Du hast so viele Möglichkeiten, mich zu heilen, einfach. Ich weiß nicht, ob du einen vollen Container bekommst, aber ich glaube, du kriegst zu lernen. Ich habe gesehen, dass man diese Riesenbombe, die explodiert, die als Item da oben links ist, Mama Mega oder so, ne? Wenn man eine Goldbombe aufhebt, kann man die einsetzen und hat die auf der nächsten Ebene nochmal. Oh, das wusste ich nicht. Das klingt cool, das will ich mal sehen. Das ist eigentlich an sich nicht so unwahrscheinlich, weil man kriegt relativ oft die goldenen Bomben. Das Problem ist nur an der Mama Mega Front. Ja, aber die setzt man zu gerne ein, wenn man sie hat. Ja. Denkt man sich so, beziehungsweise, wenn ich eine habe, dann überlege ich mir, ja, kriegt man noch Hush in diesem Run oder Boss Rush? Was ist eigentlich effektiver? Zuschlagen oder werfen? Zuschlagen. Okay. Werfen ist, nee, nicht so gut. Da ist es geploppt. Ich liebe, wie schnell. Nee, aber kein Gegner mehr was macht überhaupt. Wir haben nicht genug Zeit. Ich hätte gerne noch irgendeine nette Pille oder sowas, irgendeinen netteren Effekt. Gucken wir mal kurz noch weiter. Da ist ja leer. Ja. Ja, dann geben wir unsere Schlüssel. Gib nicht alle aus, keine Sorge. Okay, ist abgehauen. Oh, das ist ja nett. Gehen wir nochmal kurz. Oh, guck mal, Tiers. Endlich. Da habe ich meinen Effekt, den ich wollte. Bringt zwei Bomben, zwei Schlüssel. Aber wir, naja. Ja. Willst du einsetzen? Ja. Warum freuen wir uns? Ach, wegen deinem Buch. Okay. Oh, eine Pille? Ich frage mich, was auf der nächsten Ebene gebracht hätte. Wahrscheinlich auch nur eine Münze oder so. Habe ich mich auch gefragt, tatsächlich. Gut ausgewichen. Wir können weiter. Okay. Und noch eine Ebene, aber. Basement Stein. Ich? Ja, vielleicht kriegen wir einen Tinted Rock wieder raus. Mit einem Crawl Space. Oder den aktiven Geld. Und passiven Items. Boah, na, ist vielleicht ist der Stein von vorne auch noch da, den ich angebrochen habe. Hä? Hast du? Ich spreng mal ein paar Felsen, wenn wir sowieso so gute Crawl Space Chance haben. Ich spreng dann hier, du sprengst dann da und dann legen wir das hier und dann haben wir nichts. Wenn wir sie suchen, finden wir sie natürlich nicht, die Crawl Spaces. Das wäre ja zu einfach. Ich meine, es ist auch nur eine 0,5% Chance. Ja, ja, aber es ist so häufig passiert, wo wir es nicht gesucht haben. Ja, aber ich glaube im Laufe des Runs, wenn man einfach nur normales Spiel spielt, dann passiert es auch oft, dass was irgendwie... Was passiert? Was treffe ich? Hallo? Was tut mir weh? Warum au? Warum habe ich dreimal au gemacht? Dieser Gegner macht Projektile, die sich sehr oft aufteilen und sowas. Ist ein bisschen mehr. Oh, das ist ja das war schnell. Kein Crawl Space. Da oben ist noch ein ganzes Herz. Kann ich länger holen? Das brauchst du nicht, der droppt auch eins, pass auf. Nee. So. Okay, wo bist du denn? Ja, komm, bitte komm doch gleich da nochmal hin. Oh, das war knapp. Ist ja ein ungefährlicher Raum hier. Da oben das Herz. Oh, Herz. Gut gesehen. Habe ich nicht mitbekommen. Nein, ich. Wir machen einen Raum. Oh, stark. Jetzt kann ich das von oben holen. Nee, brauchst du nicht. Du kannst dich ins Bett legen. Stimmt.
Aber ich kann mein Buch einsetzen. Mir hat eins gefehlt. Du weißt, dass du das Buch jetzt Boss nicht hast, ja. Na gut, du kannst dann später beim Boss wieder einsetzen. Wir kriegen ja auch einen Kampf gegen die Reiteraufladungen. Ich weiß. Ja, aber es war mir relativ egal, das Buch, ganz ehrlich. So. No. Okay. Und weiter geht's. Ein guter Run. Sind auch schneller geworden. Wir brauchen nicht mehr über eine Stunde für jeden Run. Das kann vielleicht auch am wenigsten kein Hard Mode liegen. Ja, yeah, und weil wir gerade auch nicht elendig schwach sind. Echt? Man wird generell schneller, wenn man Gegner tatsächlich killen kann. Ach, so viel Soldats brauchen wir nicht. Ja. Jetzt reicht's aber. Oh, ist das der Shovel Knight? Was hast denn du da? Was hab ich? Dein Begleiter. Oh, er sieht aus wie Shovel, wie der Böse. Shovel Knight. Du musst mir einen Schlüssel genau, geben. Wie der hieß. Nein, ich will nicht so nah rangehen, ich hab Angst. Von den Cracked Key, dass ich den Raum öffnen kann. Ja, genau. Hier, Tour of Hearts kannst du mitnehmen. Gefällt dir doch sicher. Soll ich mit Tour of Hearts machen? Erst im Schlaf, oder jetzt? Nö, drück. Knochmann. Ja, The Forgotten. Und? Challenge ja. Hot Potato. Challenge Nummer 42, die heiße Kartoffel. Das Problem ist, ich bin mir so sicher, du wirst die Challenge können machen. Können wir die zusammen aufnehmen? Du guckst einfach zu, wie ich spiele. Du hast dich so hochgehypt, dass wir da einmal da zusammen reingucken. Das können wir machen. Es wäre mir eine Freude. Okay. Oh, brauchst du ein bisschen Range? Ich bin auch noch ein bisschen Range. Ich brauchst du Range, aber nein, ich glaube, es macht so oder so keinen Unterschied. Oh, was da? Luck. Oh, das ist stark gewesen nochmal. Ja. Kacke brauchen wir nicht. Dann, Entschuldigung, hab auf den Teppich gemacht. Oh, ich rutsche ein bisschen. Hui. Ich leg mich mal hin. Bin immer so müde, wenn ich, wenn mir so ein Teppich wieder passiert. Ich lag noch nicht mal im Bett. Fernseher town. Ja. Komm her, Fernseher. Oh. Oh Gott. Da sind viele Schüsse. Aua. Ich hasse diesen Bim. Au. Au. Ich geh mal in meinen Körper wieder. Okay. Okay, die schwere Form aber geschafft. Hätte durchaus schlechter laufen können. Oh mein Gott, das war schlechter. Sehr schön. Aua, oh, ich nö. Auch. Ich auch. Das war ein Herz. Oh mein Gott, ich hasse es. Das Problem ist, dass wir auch nicht so viel Speed haben. Wir sind auch ein bisschen zu langsam für den Boss irgendwie. Du kannst dein Buch noch einsetzen, auf jeden Fall im Notfall. Na, ich werde eh wieder ein bisschen mehr aufgehalten, wenn wir den geschafft haben. Er ist gerade auch einfach nur ist gestorben. Pech. Okay. Ja, jetzt ist er geschafft. Mal schauen. Unser Damage könnte auch kompletter Abfall sein. Ja, das ist, meiner ist nicht so Premium, aber ich habe Charming hier. Die Fliegen greifen mich bestimmt nicht an. Ah! Lass mich nicht von dem chargen. Den ersten finde ich eigentlich inzwischen am schlimmsten immer. Okay. Ja, ist doch schön, dass der zuerst weg ist. Mit seinen ganz dummen Tränen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Sieht mir auch ein bisschen schlecht, wo man ist. Was macht der überhaupt? Ah, das war mein Holy Mantle. Oh. Okay. Eine Tour of Hearts Karte muss ich einsetzen, wenn ein Knochenherz leer ist. Also nach einem Treffer, einfach irgendwann random. Kann sein, dass sie dann auch nichts macht. Kann sein, dass es auch nur dann bringt, wenn du. Ich meine, kannst du einsetzen, wenn halt das Ganze leer ist, und kein halbes Herz schaden. Ah, was macht der denn hier gerade? Warum ist der hier? Ein bisschen. Hat er sich selber abgeschossen? Oh ja, ich glaube, weil er geschaut war. Attacke, meine Freunde. Gut, bring ihn um! Du schaffst halt auch so viele Spinnen. Da unten der Boden. wenn der später kommt. Die sollten den Biest dann auch Schaden machen. Vorher habe ich eigentlich so viele Seelenherzen. Ich habe irgendwie wieder ein paar mehr, als ich gerade hatte. Aber man wird aufgeheilt, wenn. Oh. Da, wenn man doch mal besiegt. Karte. Ich wurde instant wieder getroffen, als ich meine Karte eingesetzt habe. Das ist okay, den haben wir gleich. Ja, geh zu den Spinnen, geh zu den Spinnen! Ja, geh runter. Bleib da unten. Oh, Buch. Schön. Doppelbuch? Er ist auch noch ganz speziell nervig. Er hat mich zweimal getroffen, aber glaube ich. Oder wir wurden einfach beide getroffen.
Warum hat er sich 180 Grad gedreht? Wahrscheinlich, weil er gecharmt war. Vielleicht wollte er seine Sensen angreifen. Und der hat eine falsche Sense. Bring den um. Der hat eine falsche Sense. Der da. Ach stimmt, warum hat der eine Sense? Nur ich darf Sensen haben. Ja. Kein Wunder, dass der so schwach ist. Oh, wenn das Feuer kommt, kannst du vielleicht deinen Körper einfach als Schutzschild aufstellen. Ja, auf das Feuer klingt gut. Was? Bleibt mein Körper dabei stehen? Oh ja, cool, mein Körper bleibt dabei stehen. Du hast die stärkeren Bomben. Welche Taste ist Bombe? Das. L1. Wo ist mein Körper? Da. Tatsache, es funktioniert. Ich glaube, du wirst gleich eingesaugt. Nö, nö. Aua. Oh. Ich wurde ein paar Mal getroffen. Ah, stimmt, das habe ich vergessen. Wo kommt der jetzt hoch? Okay. Achtung, da lag eine Bombe auf deinem Kopf gerade kurz. Die liegt auf deinem Kopf. Alles gut. Ja, ich habe noch genug Herz, würde ich sagen. Okay, ich lege einfach meine Bomben und wenn du da zwischen bist, dann passiert's halt. Ich muss sagen, mit meinem 1,1 Speed ist es relativ knapp, den ganzen Zeug auszuweichen. Ja, ich bin auch nicht so schnell irgendwie. Ja, du hast auch nur 1,2. Trotzdem, Rambo? Du bist schon ein bisschen schneller. Split, Spirit Shackles und Montezumas Revenge. Ah, beides nicht so gut. Aber Montezumas Revenge ist aber wenigstens lustig. Dann haben wir noch Spirit Shackles, finde ich es gut. Ich glaube, ich finde es ja eigentlich an sich gut. Ist ein Secret Room Item. Oh, ne, das ist ein schönes selten. Bild gewesen. Ja, Montezumas Revenge ist ja ein Brimstone. Aber von hinten. Ja. Oh, stark. Ich glaube, da kommt auch noch Mais zusätzlich raus. Ein Papierzettel mehr. Zwei Papierzettel mehr. Schön. Und natürlich die wichtigste Challenge freigeschaltet. Ja, ich würde sagen, bei mir holen wir erstmal so die meisten Tainted-Charaktere. Also einfach jeder sein Zettelchen hat. Und dann bei den Tainted können wir dann einfach ganz oft Mega-Satan machen. Oder wir machen so ein bisschen abwechselnd. Mal Tainted holen, mal Mega-Satan. Sonst machen wir nur 20 mal Beast, 20 mal Mega-Satan. Stimmt, das ist nicht so abwechslungsreich. Ja, ich könnte auch ein paar Sachen gezielter machen, als einfach nur auf Random zu drücken. Ja, das ist ja egal. Solange ich eine Sache kriege, ist ja schon mal gut. Ja. Da ist er. Totes Gewicht. Ja, dann guck ihn noch nicht an. Aber das war's mit einer weiteren Runde The Binding of Isaac. Pog. Ein schöner Run. Hat Spaß gemacht. Oh ja, das ist Pogging von Isaac. Das Pogging von Isaac. Wir wurden... Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass deine Sense nicht wirklich noch interessanter wurde, aber es war trotzdem... Ich habe, glaube ich, keinen Damage-Up mehr aufgehoben, nachdem ich die Sense hatte. Ja, du hast gleich am Ende auch noch die 13,5, aber reicht halt auch. Ja, eben. Das war schön aufgeteilt, der Damage. Ja. Gut. Okay. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Genau das, was er gesagt hat. Bis dann. Tschüss.